In der Mitte des Evangeliums haben wir den Satz gehört, der irgendwie ziemlich wesentlich ist für dieses heutige Evangelium, so meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach. Es hat geheißen, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Es war nicht so wie heute, dass wir ein fertiges Buch haben, ein fertiges Evangeliar, wo die Evangelien drinnen stehen, schön säuberlich, die Evangelienberichte. Es gab keine Kirchenräume, es gab keinen Altar, es gab keine liturgische Tradition. Es gab nur eine Gruppe von Menschen, die mit diesem Jesus zu tun gehabt hatten. Und mehr hatten sie noch nicht. Sie hatten auch das Alte Testament, die Heilige Schrift, die Jesus als Heilige Schrift verehrt hat und die Jünger und Jüngerinnen und Freunde Jesu als Heilige Schrift verehrt haben, aber es war das Alte Testament und sie hatten dieses Alte Testament noch nicht auf Jesus hin gelesen. Sie hatten also nichts als diesen Jesus, den sie erlebt haben. Sie hatten nur ihre Erfahrung, ihre persönliche Erfahrung. Und ich glaube, uns tut es gut, wenn wir uns ein bisschen in diese Gruppe der ersten Christen hineinversetzen, die nur die Erfahrung mit Jesus hatten, die noch nicht geprägt waren durch eine religiöse Erziehung, auch durch Brauchtum, wie wir heute die Speisensegnung haben, sondern die allein diese Erfahrung, diese Beziehung mit diesem Jesus hatten, wo sie dann nach und nach immer mehr entdecken, nicht gleich, sondern in einem Weg, der eine vielleicht schneller, der andere langsamer, dass dieser Jesus mehr ist als ein Mensch. Dass in diesem Menschen etwas Ungeahntes drinnen steckt, wo sie noch keine Worte hatten dafür und wo sie dann erst später zur Definition gekommen sind und zum Glauben, dieser Mensch, dieser Jesus, der war Gott und Mensch zugleich, ungetrennt und unvermischt. In diesem Menschen sind wir Gott begegnet und in diesem Menschen ist Gott ganz Mensch geworden, hat er alles Menschliche angenommen. Da kommen Gott und Mensch zusammen in diesem Jesus, aber das mussten sie erst entdecken. Und heute sind es drei Personen, die das entdecken, die zum Glauben an die Auferstehung kommen. Drei ganz verschiedene Personen, nämlich Maria von Magdala, dann der Lieblingsjünger, der meistens mit dem Evangelisten Johannes identifiziert wird, und Simon Petrus. Diese drei Personen, und irgendwie haben wir in diesem Bericht gehört, dass diese drei Personen nicht selber zum Glauben kommen, sondern sie brauchen sich irgendwie gegenseitig. Es ist ein ganz dynamisches Evangelium, ganz viel Bewegung drinnen. Maria von Magdala läuft in der Früh schon zum Grab, als es noch finster war, es ist noch finster, aber eine gewisse Ahnung zieht sie zu diesem Ort des Grabes, wo am Freitag, also am Rüsttag, am Tag vor dem Sabbat, in dieses Grab Jesus hineingelegt wurde. Maria von Magdala folgt nur ihrem Bauchgefühl, könnte man sagen, oder ihrem Herzen, ihrer Liebe. Sie geht hinaus, obwohl sie keine Ahnung davon hat, dass Jesus auferstehen wird. Es zieht sie nur hin zu diesem Grab, wie es uns manchmal zum Grab eines geliebten Menschen zieht. Sie folgt ihrem Gefühl, ihrer Ahnung. Und dann sind der Lieblingsjünger und Simon Petrus, die noch nicht hinausgehen zum Grab, als es noch finster war, die beiden liegen wahrscheinlich noch in ihren Häusern im Bett. Sie sind müde, sie sind wahrscheinlich ganz mitgenommen von dem, was sie erlebt haben. Und wir müssen ja auch wissen, dass sie Jesus untreu geworden sind, dass sie davongelaufen sind. Schon in der Ölbergnacht heißt es, dass die Jünger davongelaufen sind. Die Frauen sind geblieben in der Nähe, sie haben sich in Reichweite aufgehalten und sind Jesus nachgefolgt, aber die Jünger haben es mit der Angst zu tun bekommen, sie sind davongelaufen. Und jetzt sind sie noch zu Hause, sie machen sich keine Hoffnungen, bis Maria von Magdala kommt, sie sozusagen aus dem Schlaf hervorreißt, wahrscheinlich an die Tür geklopft hat laut und laut ihnen da, sozusagen die Ohren vollgesungen hat, das Grab ist leer, das Grab ist leer. Sie weiß auch nicht, was sie tun soll, aber Jesus ist weg. Er wurde gestohlen oder irgendetwas ist passiert. Sie hatte noch keine Ahnung, was da war. Und die beiden sind auch verunsichert, laufen dann hinaus
Also wieder eine Bewegung. Die beiden gehen jetzt auch zum Grab auf das Wort von der Maria Magdalena hin. Aber wahrscheinlich sind sie unterschiedlich alt. Simon Petrus, schon der Ältere, der Fischer, der Familie hat. Seine Schwiegermutter wurde von Jesus geheilt, schon ein älterer Herr. Und der Lieblingsjünger Johannes, das war vielleicht ein Bub von 14, 15 Jahren, noch ganz jung. Und die beiden gehen zum Grab hinaus. Und irgendwie ist es auch logisch, dass der Jüngere schneller ist. Der läuft dahin und kommt als Erster zum Grab. Und irgendwann schnauft dann Petrus hinten nach und kommt dann auch an. Aber auch faszinierend, dass der Lieblingsjünger nicht hineingeht. Er läuft hin zum Grab, aber irgendwie erfasst ihn dann eine Angst, eine Furcht. Er traut sich nicht hineinzugehen in dieses Grab. Erst als Petrus, der Ältere, der mehr Lebenserfahrung hat, schon mehr vom Leben gesehen hat, schon viele Stürme erlebt hat bei seiner Arbeit auf dem See Genezareth als Fischer, den nichts mehr so leicht erschrecken kann, der geht dann hinein in das Grab. Er geht hinein und sieht die Leinenbinden liegen, wie auch wir hier hinten das Grab aufgebaut haben, wo die Leinenbinden an einer besonderen Stelle liegen. Aber dann steht wieder der Petrus an. Er sieht, was da ist, aber er kann mit dem Ganzen nichts anfangen. Er ist ratlos. Und erst dann kommt wieder der Lieblingsjünger zum Zug. Er traut sich dann auch hinein, als Petrus hineingegangen ist. Und dann heißt es, er sah und glaubte. Er sah und glaubte, dass Jesus auferstanden war, obwohl er Jesus noch gar nicht begegnet war. Das wird erst Maria Magdalena dann wieder sein. Und als der Lieblingsjünger sieht und glaubt, kann vielleicht auch Petrus schon ein bisschen glauben. Aber Petrus braucht wieder den Lieblingsjünger dazu. Und die beiden gehen nach Hause, irgendwie mit dieser Ahnung, mit diesem Glauben, der Lieblingsjünger schon mehr, Petrus wahrscheinlich noch weniger. Und Maria von Magdala ist dann wieder die, die beim Grab bleibt. Sie schafft es einfach nicht, sich zu trennen. Sie kann nicht nach Hause gehen. Sie ist irgendwie an dieses Grab gebunden, gefesselt, könnte man sagen. Und sie beugt sich hinein und weint nach allem, was sie erlebt hat. Jetzt auch noch der Leichnam Jesu gestohlen. Und dann hinter ihr eine Stimme. Sie hat den Kopf noch im Dunkeln, schaut noch in die dunkle Grabhöhle, aber dann ist sie herausgefordert, sich umzudrehen zum Licht, hinaus ins Helle, in diesen Garten und sieht einen Mann stehen, erkennt ihn aber nicht, glaubt, es ist der Gärtner. Und erst als dieser Gärtner, dieser Vermeintliche, ihren Namen ausspricht, Maria, den sie wahrscheinlich so oft gehört hat in ihrem Leben von Jesus, erkennt sie ihn. Und sie sagt, Meister, und Jesus sagt eben zu ihr, geh zu meinen Jüngern und berichte ihnen, was du gesehen hast. Berühr mich nicht, aber geh zu meinen Jüngern. Und Maria von Magdala geht zu seinen Jüngern und verkündet ihnen dann noch einmal, wahrscheinlich reißt sie noch einmal heraus an diesem Tag, an diesem Turbulenten, und sagt ihnen, dass sie den Herrn gesehen hat. Wieder brauchen die beiden dann Maria Magdalena. Und deshalb wurde diese Maria auch die Apostola Apostolorum genannt in der frühen Kirche. Die Apostelin der Apostel. Also die 12 Apostel, diese Männer, haben diese Frau, diese Maria von Magdala, gebraucht als Verkünderin, bevor sie selber überhaupt zu Verkündern werden konnten. Also, kurz gesagt, ich möchte darauf hinaus, dass diese Menschen sich in ihren Erfahrungen gegenseitig brauchen. Und ich möchte darauf hinaus, dass auch wir, so wie wir alle da sind, uns gegenseitig brauchen mit unseren Erfahrungen, die wir mit Jesus gemacht haben. Und jeder von uns hat Jesus irgendwie erfahren, sonst wären wir heute nicht da, sonst würden wir nicht Ostern feiern. Jeder von uns hat in diesem Glauben auch seine Kämpfe durchgestanden, hat Situationen gehabt, wo man dann plötzlich vielleicht nicht mehr beten kann, wo man in Dunkelheit ist, wo man nicht mehr weiter weiß. Dann auch vielleicht Aufbrüche erlebt im Glauben, Bekehrungserlebnisse, wo man plötzlich gewusst hat, da ist wirklich Gott, der hört mir zu, wenn ich bete. Ich bin auf einem Glaubensweg, so hoch, so Tabor-Erlebnisse im Glauben. Und wir brauchen uns gegenseitig mit diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben. Nicht mit den Formeln, mit frommen Formeln vielleicht, die wir auch kennen und die auch wichtig sind, mit Gebeten, die wir eingelernt haben, die ganz wichtig sind, die wir brauchen,
aber nicht nur mit diesen Formeln, sondern auch mit unserer ganz persönlichen Erfahrung, die wir uns gegenseitig schenken müssen. Und da, glaube ich, verkörpern diese drei Personen drei Gruppen in unserer Kirche und wahrscheinlich auch hier unter uns, wie wir da sitzen. Maria Magdalena gehört für mich zur Gruppe der Heiligen. Diese Heiligen, die nicht so sehr den Glauben studiert haben, Theologie studiert haben, sondern die Heiligen, die zuerst einmal Gottes Barmherzigkeit erfahren haben. Und diese Maria von Magdala, früher eine Prostituierte, die von Jesus angenommen wird, zuerst einmal so wie sie ist und über die Jesus dann einmal sagt, wem viel vergeben wurde, der wird viel Liebe zeigen. Und sie ist es, die viel Liebe zeigen kann. Sie ist eine Heilige. Heilige, nicht heilige Menschen, die vom Himmel fallen, sondern die heilig geworden sind im Laufe ihres Lebens und die dann mit dem Herzen glauben. Dann ist für mich der Lieblingsjünger und Simon Petrus, das sind zwei so Typen, die es auch braucht im Glauben. Der eine, der Mutige, der voranschreitet, der läuft, der Progressive, könnte man sagen, der etwas bewegen will, der voranprescht. Und das braucht es im Glauben. Und dann der Simon Petrus, der Bedächtigere, der mit der Erfahrung, der schon viel erlebt hat, der auch sich erinnert an viele Erlebnisse mit Jesus und diese Erlebnisse auch festhalten will, der ein bisschen ruhiger vorgeht, aber wo der Lieblingsjünger wieder den Simon Petrus braucht, weil der Lieblingsjünger in seinem Sturm und Drang sich gar nicht hineintrauen würde, dann wieder in das Grab, der etwas an der Oberfläche bleibt, wo es dann wieder den Simon Petrus braucht, der in die Tiefe geht, der in dieses Grab hineingeht, der vielleicht eher, könnte man sagen, zu den Konservativen gehört, konservativ im Sinn von bewahrend. Aber es braucht beide. Es braucht beide. Es braucht den Fortschrittlichen, den Bewahrenden und es braucht die heilige Maria Magdalena. Und ich glaube, dass, und damit möchte ich schon zum Ende kommen, wir in unserer Kirche oft glauben, dass nur unsere Art zu glauben gut ist, dass wir ein bisschen so sind, meine Spiritualität, meine persönliche Glaubenserfahrung, meine Orte des Glaubens, die sind das Wesentliche. Und dann beobachte ich oft, dass man dann anderen, die diese Erfahrungen nicht gemacht haben, die andere Arten des Glaubens haben, aber auch an diesen Jesus glauben, dass man denen ein bisschen abspricht dann. Naja, die glauben halt auch, aber nicht so sehr. Und die anderen aber, die diese Art des Glaubens haben, sprechen denen wieder das Gläubigsein ab. Und ich glaube aber, dass wir uns gegenseitig brauchen in der Kirche. Wir dürfen nicht polarisieren, sondern wir müssen miteinander auf diesen Christus schauen, dessen Auferstehung wir heute feiern und der unsere Hoffnung ist. Unsere Hoffnung gegen jede Hoffnungslosigkeit. Unsere Hoffnung gerade dort, wo wir es nötig haben. So lade ich mich selber und euch ein, dass wir im guten Sinn tolerant werden, dass wir die Heiligen ehren, die es unter uns gibt, dass wir die Fortschrittlichen ehren, die es unter uns gibt und dass wir die Behaltenden, die Bewahrenden unter uns ehren, dass wir uns gegenseitig hochschätzen in unserem Glauben und dann zu einem tieferen Glauben alle miteinander kommen. Amen.